Aber sie haben sich verabschiedet hier. Okay. Jo, Mann, davon aus geht nicht erschrecken. Die letzten 30 Tage war ich Kenneth. Und jetzt gerade bin ich Jonas, denn wir sind jetzt gerade aus den Rollen wieder raus. Und ich glaube noch nicht, wir haben abgedreht. Die Staffel Krassklassenfahrt ist vorbei. Wir sind alle sehr, sehr traurig darüber. An dieser Stelle ein fettes, herzliches Dankeschön an alle, die irgendwie involviert waren. Das Team, die Darsteller. An dieser Stelle natürlich auch ein herzliches Dankeschön an unseren Sponsor Rhino Shield. Ob ihr es glaubt oder nicht, das Handy hat die ganzen Tage überlebt ohne einen einzigen Schaden. Dreck, aber keinen Schaden, ihr seht es. Auch vielen Dank an Vicelli und ProBroWear, die uns mit Klamotten ausgestattet haben. Und ein herzliches Dankeschön an den Ferienhof Lino hier. Ihr habt es ja auch schon gesehen, die Location ist über krass. Nicht nur zum Drehen, sondern auch wirklich um Ferien zu machen, um Urlaub zu machen. Der Link zu diesem Ferienhof ist natürlich direkt in der Videobeschreibung. Checkt es. Bruder Jonas, wenn du dafür noch nicht mal was bezahlt hast, ist stark. Aus Urlaub in Brandenburg, wir können es alle sehr empfehlen. Leute, Staffel 2, okay. Staffel 2, krass, Klassenfahrt. Ich will ja jetzt nicht großartig hier spoilern oder sowas, aber Leute, Staffel 2, Leute, was soll ich sagen? Orange, Morange und ich sind in den Gesprächen mit Jonas und ihr werdet dann sicherlich auch den einen oder anderen Vlog dazu vielleicht irgendwann sehen. Ich will gar nicht so viel sagen, aber Staffel 2, das lübt, Alter, das lübt und wieder lübt. Nix April, Real Talk tatsächlich. Sehr, sehr nice. Gerade zur Information, Krassklassenfahrt geht natürlich auf jeden Fall auch in die nächste Staffel. Ganz, ganz wichtig aber, Leute, wir sind extrem dankbar, dass diese ganzen coolen Leute dabei waren und in Wirklichkeit sind das super, super liebe Leute, ganz egal was... In Wirklichkeit, außer halt Georg, der halt nicht... für eine Rolle gespielt haben. Deswegen die wichtigste Mission hier, folgt all diesen Leuten auf ihren Social-Media-Konten, alle sind unten verlinkt, alle mal durchgehen und Person für Person folgen. Wie gesagt, es sind überkrasse Leute, wir stellen uns aber jetzt gerade nochmal ganz kurz vor, damit ihr wisst, wer wir wirklich sind. Bitteschön. Ich bin Nils, ich hatte die wahnsinnig coole Rolle von Fernando. Es hat mega viel Spaß gemacht, diese Rolle auch auszuüben, vor allem mit diesem Team. Auch der Charakter von Fernando war super, also es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja! Hallo, ich bin Beatrice. Ich habe die Rolle von Frau Ostermann gespielt und ich muss sagen, ich hatte ganz, ganz tolle Tage mit meinen Liebsten und ich werde meine Schüler auf jeden Fall sehr vermissen und ich freue mich natürlich auf einen neuen Dreh. Irgendwie, es wirkt so, als wäre sie wirklich sehr nervös. Einen neuen Dreh. Sie ist so ein bisschen, what the fuck, okay, was geht ab, Alter, ich hier... Mir hat das extrem viel Spaß gemacht, vor allem mal in so eine andere Richtung zu gehen. Also es war mega cool. Wir hatten richtig schöne Tage hier und ich freue mich auf die zweite Staffel. Alle haben immer so Angst. Guck mal, Leute, alle haben immer so Angst. Die zweite Staffel. Jetzt guck mal. Sie hat so richtig, schaut mal hier. Wartet mal. Tage hier und ich freue mich auf die zweite Staffel. Ihr seht es in ihrem Gesicht, Leute. Sie ist so... Was denkt ihr denn, dass jetzt irgendeiner von hinten kommt und die umbringt? Also ich meine, das schon ein bisschen, ne? Jo Leute, ich bin Jamie, ich habe Georg gespielt. Nee, Digga, du bist Georg und du spielst gerade Jamie, nicht andersrum, Kollege. Und es hat mega Spaß gemacht, das war eine unglaubliche Zeit und ich freue mich sehr auf die zweite Staffel mit diesen wunderbaren Menschen. Auch Frau Ostermann geht aber wieder gerade an Georg ran und das war nicht mal die Rolle, Kollege. Was haben die gesagt? Moment mal, was haben die da gerade gesagt? Das hat mega Spaß gemacht, das war eine unglaubliche Zeit und ich freue mich sehr auf die zweite Staffel mit diesen wunderbaren Menschen. Haben die Revi gesagt oder Jamie? Bin ich gerade... Moment mal, können wir das nochmal ganz kurz? Jamie oder? Ich glaube, es ist Jamie, oder? Weil ich dachte gerade schon, das macht dir gar keinen Sinn. Moment, wir versuchen es nochmal. Es klingt aber, da ist aber ein R am Anfang, kein J. Das klingt wie Revi. Moment mal, Leute, Moment mal. Revi! Sekunde, Leute. Das werde ich jetzt auseinandernehmen. Crazy J. Also es gibt Jamie, Crazy oder Revi. Vielleicht bilde ich mir das, vielleicht wünsche ich mir das auch gerade einfach nur. Wisst ihr, was ich meine? Wir machen mal weiter. Ich lade es mal runter, Leute. Und dann schauen wir mal, was dahinter steckt tatsächlich. Also das würde mich auf jeden Fall interessieren jetzt an der Stelle hier. Hi, ich bin
Mariam. Ich habe die Rolle Leila gespielt und ich bin so froh, dass ich hier sein durfte. Wirklich. Danke für alles. Es heißt Jamie, weil der Typ Jamie heißt. Ja, ich glaube auch, dass es Jamie ist. Aber ich würde es mir wünschen, dass sie Revi gesagt haben, aber ich glaube, es war tatsächlich doch nur Jamie, wa? Okay. Gucken wir mal ganz, was Premiere sagt, Leute. Interessiert mich jetzt tatsächlich schon. Würde ich schon gerne wissen, was da abgeht, ey. Warte mal ganz kurz. So, Sekunde, Leute. Das wollen wir doch jetzt mal wissen, was da gesagt worden ist, oder? Jamie, ich habe Georg Aber warum ist da am Anfang ein R? Das macht ja keinen Sinn bei Jamie. Leute, das ist natürlich jetzt hier hochinteressant, Alter. Hört mal genau. Ich glaube, es ist Jamie. Boah, es ist so schwierig. Warte mal, wir verlangsamen es mal ganz kurz um die Hälfte. Ja, da ist ein J, Leute. Das ist wie dieses Jenny und Laurel-Ding. Erinnert ihr euch, Alter? Das ist so Jenny und Laurel. Jeder versteht was anderes. Ich verstehe Revi, die anderen verstehen... Es ist Jamie oder Revi, Alter? Nee, das ist Jamie, Leute. Es ist Jamie. Ich glaube, es ist Jamie. Es ist tatsächlich Jamie, Leute. Dann würden die ja Revi sagen. Ja, das macht ja keinen Sinn, ne? Es ist Jamie, Leute. Ich bin Mariam, ich habe die Rolle Leila gespielt und ich bin so froh, dass ich hier sein durfte. Wirklich, danke für alles. Hi Leute, ich bin Dalia und ja, ich habe die Hannah gespielt und mir hat es echt mega viel Spaß gemacht. Die sind alle hier mega cool, die ganzen Leute und ich bin echt froh, ein Teil dieses Projekts zu sein und ich freue mich mega auf die zweite Staffel. Macht ja auch gar keinen Sinn, dass die Revi gesagt haben. Macht überhaupt keinen Sinn, weil die ja gar nicht wissen konnten, dass ich darauf reagiere, weil die das ja alles an einem Stück abgedreht haben. Das heißt, es würde ja voraussetzen, dass die schon gewusst haben, dass ich mir das alles so reinziehe. Das macht gar keinen Sinn, Leute. Das macht gar keinen Sinn. Hi, ich bin Denise. Ich habe die Rolle von der Jolene gespielt und es hat mir mega viel Spaß gemacht, auch wenn meine Rolle nicht ganz so freundlich war. Und ja, mega cooles Team. Danke für alles und es macht mega Spaß. Hallo, ich bin Kyla und ich hab die... Jonas, wo guckst du da bitte hin, Jonas? Das geht aber so nicht, Jonas. Die Rolle von Cheyenne gespielt und es war echt witzig, Leute einfach so offen zu roasten. Und eigentlich bin ich Cheyenne nur ein Ärmer. Aber dafür wurde ich bereichert mit diesen tollen Menschen hier. Ich wurde sehr bereichert dadurch und die zweite Staffel wird lit. Ja, Mann! Ja! Ich bin Nathan, ich war die Rolle von Stanley. Ich hoffe, ihr hasst mich nicht komplett alle, aber ich hatte eine coole Zeit und ich freue mich extrem auf die nächste Staffel. Ich hasse dich nicht, Nathan! Ich bin Jonas und jetzt auch echt froh, die Kapuze wieder abnehmen zu können. Mir ist noch ganz wichtig zu sagen, ja, ich habe wieder in Psycho gespielt. Ich bin kein Psychopath in Wirklichkeit. Kannst du bitte irgendjemanden... Ich habe ihn kennengelernt, der ist ein absoluter Psychopath. Danke an alle Kurzfilme, ja. Und danke an euch alle. Ja, es war ein großer Spaß, ein Riesenspaß. Hi, ich bin Gerrit. Ich habe Pimli Drechsler gespielt. Es hat super viel Spaß gemacht und ich bin unendlich dankbar für alles, was hier... Da war wieder ein kurzer Drechsler-Moment. ...passiert ist, kann mich nur wiederholen. Vielen Dank für alles. Stell dir mal vor, die würden den jetzt einfach loslassen, der knallt voll am Boden. Okay, Leute, genau das würde ein Psychopath sagen, ihr habt vollkommen recht. Sprachen lernen mit Bubble. Da kommt mein Essen gerade schon. Das ist ja nett. Das ist sehr freundlich, dankeschön. Dankeschön. Ich habe mir nur noch Löffel. Ich weiß nicht, was Sie bestellt haben. Ja, kommen Sie ruhig her. Sind Sie gerade am Stream? Ich bin gerade am Stream, ganz genau. Bist du ein hässlicher Mensch, Alter? Mann, hör auf, mit dem Löffel zu hauen, du bitte. Du hast okay? angefangen. Nee, ich habe ja nur gesagt, dass du ein hässlicher Mensch bist. Ich will wissen, was du hast. Warte, ich zeig's dir. Also Löffel war schon mal eine gute Wahl, denn es ist vegetarisches Masala, Digga. Warum ist dann ein fettes Stück Fleisch direkt vorne? Das ist Bohnen und Pilze, du Affe.
Gut, dass ich auch Feuchttücher hier habe, ne? Weil ich hab immer Feuchttücher hier neben mir, Leute, weil ich klecker immer. Und manchmal läuft aus meinem Arsch auch irgendeine Suppe und dann kann ich das einfach wegwischen damit. Weil je älter man wird, umso löchriger wird's Arschloch, sag ich immer, ne? Das ist so eine Redensweisheit, die ich hab. Okay, magst du mich einmal kurz füttern, Mo? Ja. Aber ganz vorsichtig, okay? Ja, also wir machen so, wir sind jetzt im Altenheim und ich komme... Okay, warte, wir machen Roleplay, okay? Ja. Wir machen ein Roleplay. Ich bin im Altenheim. Ja. Herr Rebin seid? Ja. Ihr Essen, ja? Ja. Boah, boah, boah. Entschuldigung. Oh weia. Ich kenne die Stufe noch nicht. Ja. Haben Sie Hunger? Ja. Haben Sie Hunger? Ja. Ganz feiner bist du. Ganz feiner. Gib Pfötchen. Ich bin kein Hund. Gib Pfötchen. Ich bin gelähmt. Nicht so viel. Nicht kleckern. Nicht kleckern. Nein, wir kleckern nicht. Nicht voll kleckern, bitte. Ich hab das doch gelernt. Oh, oh. Oh. Fein, hier. Mm-mm. Und jetzt? Jetzt nehme ich dein... Dieser Junge ist komplett geisteskrank, Alter. Ich kenne keinen Menschen auf der Welt, der so im Arsch ist, wie dieser Moritz